So Leute, es wird direkt mal wieder Zeit für ein Update-Video zum Bitcoin-Kurs. Und ja Leute, der Bitcoin-Preis hält sich nur noch so knapp über Wasser und über den 20.000 Dollar, so wie ich hier gerade, nur noch wenige Zentimeter über dem Wasser stehe. Und aus dem Grund, Leute, habe ich mir natürlich als allererstes jetzt die Charts mal wieder etwas genauer angeschaut. Und wir wollen uns natürlich heute genau damit beschäftigen, was wir in den nächsten Stunden, Tagen und Wochen vom Bitcoin-Preis erwarten können und was wir dementsprechend natürlich auch in naher Zukunft für Trades eröffnen können. Leute, ich laufe hier ganz kurz an dieser sehr lauten Lüftungsstelle vorbei. Wir gehen direkt mal oben auf die Front, Leute, und springen jetzt aber ohne großartig drum herum zu reden, direkt mal in die Charts. Wie immer, Leute, würde es mich freuen, wenn ihr dem Video hier direkt mal einen Daumen nach oben geben würdet. Vergesst natürlich nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährung verpasst. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt mal in die Charts und schauen mal an, was mit dem Bitcoin-Kurs in den letzten Stunden passiert ist und was das denn jetzt für Auswirkungen auf die nächsten Tage und auf die nächsten Wochen haben könnte. Als allererstes mal, Leute, auf dem Weekly Timeframe. Es hat sich nicht allzu viel verändert. Wir sind einfach gnadenlos mit dem Bitcoin-Preis weiter nach unten abgesackt. Wir haben einen neuen Low-Punkt geformt von ungefähr 20.700 Dollar, natürlich abhängig davon, auf welchem Exchange wir gucken. Ich befinde mich natürlich, by the way, Leute, ich befinde mich weiterhin in meiner Long Swing Trade Position, Leute. Niedriger Hebel, immer über dem Liquidationspreis, skaliere ich diese Position aktuell hoch. Das heißt, selbst wenn wir in den Bereich von 18.000 Dollar fallen, Leute, werde ich dafür sorgen, dass der Liquidation-Preis dieser Position sich Step by Step unter die 18.000 Dollar bewegt. So viel schon mal dazu. By the way, Leute, falls ihr die ganzen Informationen aus meinen Videos natürlich in die Realität umsetzen wollt, wenn ihr genau wie ich ab und zu auch einfach mal sagt, Leute, es ist an der Zeit, wir sind zwar langfristige Bitcoin-Bullen, aber jetzt muss man einfach mal wieder eine kleine Short-Position aufmachen. Leute, wenn ihr das natürlich machen wollt, dann kleiner Tipp an euch. Schaut mal ganz oben in der Videobeschreibung vorbei, denn dort findet ihr mein kostenloses Trading-Tutorial. By the way, Leute, vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support bei meinem letzten Video. 1400 Daumen nach oben, das ist wirklich unglaublich. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst jetzt hier mal einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke zu aktivieren. Schaut das Trading-Tutorial nach diesem Video an. Es ist ganz oben in der Videobeschreibung. Da erkläre ich meine gesamte Strategie, wie ihr all die Informationen in die Realität umsetzen könnt. Und bei Femex könnt ihr euch auch noch registrieren. Das ist mit Abstand der beste Broker für den aktiven Handel mit Bitcoin. Mein Affiliate-Link findet ihr dafür ganz oben in der Videobeschreibung, denn mit dem unterstützt ihr mich natürlich. 5 Trader jede Woche bekommen ihr Portfolio von Femex direkt nochmal verdoppelt, zumindest wenn ihr unter meinem Affiliate-Link tradet. Und ansonsten erhaltet ihr noch bis zu 4.500 Dollar Ersteinzahlungsbonus, natürlich wenn ihr vorher noch nicht getradet habt, zumindest auf Femex. Denn die meisten von euch, die diesen Kanal schauen, ich meine, ohne Basic-Trading-Verständnis versteht man ja hier überhaupt nicht, über was ich rede. Leute, springen wir jetzt aber auf den Daily Timeframe bei Bitcoin. Da können wir schon ein bisschen mehr erkennen. Und zwar ist natürlich genau das passiert, was wir erwartet haben. M-Pattern bricht nach unten aus. Damit wird natürlich auch unser wunderschöner Broadening Wedge nach unten hin durchbrochen. Wir haben ja darüber geredet auf dem Weekly Timeframe, dass es eher nach Weakness aussah, weil wir einen Falling Wedge, obwohl wir direkt am 11-Jahres-Support waren, nach unten hin durchbrochen haben. Und jetzt befindet sich Bitcoin wirklich sehr, sehr klar hier auf den Daily-Kerzen unter unserem 11-Jahres-Support. Und Leute, im ersten Moment könnte das natürlich ein massiver Schreck sein. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Bitcoin in der Vergangenheit immer wieder unter den 11-Jahres-Support gefallen ist, zumindest in unseren finalen Bärenmarktphasen meistens. Also entweder wir sind perfekt davon gebounced oder wir sind zumindest im Bärenmarkt kurzzeitig, wie wir hier auch sehen können, kurzzeitig darunter gewickt. Das war aber bis jetzt tatsächlich nur mit einer oder zwei Tageskerzen. Das heißt, wir würden hier die Recovery, ja, bei Bitcoin in die Richtung vom 26.000, 27.000 Dollar Level, wir würden an sich die Recovery gerne in, ja, mit dieser Woche oder spätestens mit der nächsten Woche, das heißt spätestens in den nächsten zwei Wochen erleben. Denn wenn das nicht passiert, Leute, steigt unser Potenzial extrem, dass das nicht wie in der Vergangenheit, wie in unseren letzten zwei Bear Market Boden, nur ein kleiner Wick darunter ist, um den finalen Boden zu signalisieren. Nein, Leute, es könnte tatsächlich bedeuten, dass wir diesen Bärenmarkt das allererste Mal weit unter den 11-Jahres-Support fallen. Warum sage ich das jetzt? Ich sage es einfach nur, um euch auf einen gegebenen Drop, vielleicht sogar auf 18.000 Dollar oder ähnliches, vorzubereiten, dass ihr jetzt nicht einfach overly bullish werdet. Ja, Leute, der Boden ist hier an der Stelle zu einer höheren Wahrscheinlichkeit erreicht, als er es nicht ist.
Trotzdem, Leute, ich möchte euch sagen, ich habe Swing Trade Long Position offen, aber wie ich die ganze Zeit sage, ich bereite mich darauf vor, dass Bitcoin mindestens mal noch in den Bereich von 18.000 Dollar runtergehen könnte, bevor wir dann ein wirklich sehr schnelles und sehr scharfes Reversal nach oben sehen müssen. Denn wenn das nicht passiert, und darüber werde ich euch natürlich dann updaten, wenn wir kein scharfes Reversal nach oben sehen, naja, dann wird es einfach problematisch, denn dann sehen wir das erste Mal in der gesamten Historie von Bitcoin, dass Bitcoin nachhaltig unter den 11-Jahres-Support fällt und Bitcoin eben nicht nur wenige Tage, ja, meistens nur 2 oder 3 Tage unter diesem 11-Jahres-Support verbringt. Und aus dem Grund müssen wir natürlich hier an der Stelle auf jeden Fall vorsichtig bleiben, Leute. Wir sollten definitiv nicht anfangen, irgendwelche gigantisch hochgehebelten Long-Positionen jetzt zu öffnen, weil wir uns einfach denken, oh ja, jetzt hier bei 10.000 Dollar, das wird schon passen, das wird jetzt schon, bei 20.000 Dollar, das wird jetzt schon der Boden sein. Nein, Leute, es kann auch deutlich weiter runtergehen und auch vor allem kurzfristig. Und aus diesem Grund, kleiner Tipp hier natürlich an euch, Leute, geht einfach her, macht euch keinen Stress, habt niedrig gehebelte Long-Swing-Positionen offen, genau was ich auch gerade mache, wie gesagt, keine Finanzberatung, nur meine eigene Meinung, und dann seid ihr darauf vorbereitet, dass wir mit dem Kurs nochmal deutlich weiter fallen, aber ihr seid auch darauf vorbereitet, dass wir jetzt einfach direkt nach oben schießen und ihr nehmt dann direkt mit Long-Positionen Profite mit und müsst keine Angst haben, irgendwas zu verpassen. Leute, wie immer, geht jetzt in die Videobeschreibung, schaut euch gerne mein Trading-Tutorial an, was natürlich ganz oben kostenlos verlinkt ist. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich würde es extrem, extrem freuen, wenn wir einmal die 1.000 Daumen nach oben auch hier bei diesem Video wieder knacken könnten. Und ansonsten registriert euch natürlich gerne bei Femex ganz oben mit dem Affiliate-Link in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr mich. Ihr erhaltet nochmal 4.500 Dollar oder besser gesagt bis zu 4.500 Dollar Ersteinzahlungsbonus und jede Woche werden noch 5 Portfolios von Tradern unter meinem Affiliate-Link verdoppelt. Das heißt, eine Sache, die man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen sollte. So Leute, jetzt sehen wir uns aber im nächsten Video, Leute. Ich springe jetzt direkt mal ins Wasser. Das Meer hat, glaube ich, 25 Grad oder sowas aktuell. Das kann man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Teilt das Video, abonniert und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Bis dann, haut rein, ciao, ciao.